Piraten verseuchen seit Generationen die Meere. So schwor ich, sie alle zu vernichten. Und da war dieser Bursche. Jack Sparrow. Verfolgt ihn! Er nahm mir alles. Und füllte mein Herz mit. Rache. Johnny Depp hat das Piraten-Make-up wieder angelegt und macht erneut die Meere und die Leinwände unsicher. Nachdem Pirates of the Caribbean 2 und 3 ein großes, chaotisches Ganzes waren und der vierte Teil eigentlich eine Story anstoßen sollte, die irgendwie nie gekommen ist, kehrt der fünfte Film nun zu den Grundlagen zurück. Inhaltlich schließt er vor allem an die Geschichte der ersten paar Streifen an und präsentiert den Sohn des dortigen Liebespaares, der nun ein magisches Artefakt finden will, um so seinen Eltern zu helfen. Natürlich hat Johnny Depps Captain Jack Sparrow mit dem Ganzen etwas zu tun und ein übernatürlicher Schurke darf bei all dem auch nicht fehlen. Pirates of the Caribbean 5, Salazars Rache, merkt man eindeutig an, dass er bewusst den inhaltlichen Exzess ein wenig zurückfährt, um eine etwas geradlinigere Geschichte zu erzählen, die ausnahmsweise mal nicht direkt mit der beinahe obligatorischen Fortsetzung daherkommt. Wunderbar! Hier gibt es Anfang, Mitte und Ende eines gewohnt bombastischen Piratenabenteuers mit vielen Fantasy-Elementen. Wie alle Filme der Reihe ab Teil 2 wirkt auch Nummer 5 so, als könnte man ohne Probleme eine halbe Stunde des Spektakels entfernen, um etwas schneller zum Punkt zu kommen. Aber was soll's, ruhig geführte, kreative Action-Szenen und viel karibischer Flair sorgen stets für gute Laune. Johnny Depp macht seine Sache als Captain Jack Sparrow wieder gut, seine Verbindungen zum Schurken sind überraschend interessant und generell ist diese Fortsetzung der beliebten Piratenabenteuer wahrscheinlich, natürlich nach dem richtig guten Erstling, mit der beste Teil der Reihe. Allein schon, weil es mit der einzige Film der Serie ist, welcher eben ohne Probleme eine gesamte Geschichte erzählen kann, bevor der Abspann durchs Bild saust. Nicht nur aufgrund der vielen inhaltlichen Referenzen an frühere Tage fühlt sich der Kinobesuch so an, als würde man liebgewonnene alte Bekannte wieder treffen und eine große Party feiern. Eine Party, bei der man, weil man so viele gemeinsame Erinnerungen hat, vielleicht länger geblieben ist, als es eigentlich nötig gewesen wäre. Aber verschwendete Zeit war es eben auch nicht. In diesem Sinne, viel Spaß im Kino, denn Pirates of the Caribbean 5, Salazars Rache, ist einfach nur gut gemachtes, bombastisches Popcorn-Kino. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich will keinen Ärger verursachen. Was für eine schreckliche Lebenseinstellung. Die Stunde der Abrechnung steht bevor. Pirates of the Caribbean. Salazars Rache. Die Männer auf dem Schiff suchen nach Jack. Daher ziehe ich es vor, zu schwimmen. Carina, aufhören. Nein, 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 nicht aufhören. Ich finde wirklich, das reicht jetzt. Nein, das reicht nicht. Ich habe ihre Knöchel gesehen. Du hättest viel mehr gesehen, wenn du die Klappe gehalten hättest.